What is your dream of happiness? Well, I would say it would always be a dream, because I can't think of anything that would make me happier than just being a guy drawing ducks. And what is your present mental state? I think I need to see a psychiatrist right away. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Comic Critic. Heute geht's um Snow Fun, zu Deutsch Vier Männer im Schnee. Erstmals erschienen in Walt Disney's Comics and Stories 40 im Jahr 1944 und auf Deutsch im Goofy Magazin Nummer 1 im Jahr 1980. Ja, warum geht's? Um Skispringen. Das gefällt einem Österreicher wie mir natürlich sehr, obwohl ich nie in meinem Leben Skispringen würde oder war oder was auch immer. Mir geht's eigentlich am Dings vorbei. Aber es ist sehr lustig, die ganze Geschichte. Einfach wieder sehr einfach gestrickt, aber super umgesetzt. Ja, die Geschichte beginnt damit, dass Winter ist, aber noch kein Schnee ist. Und die Neffen wollen unbedingt, dass ihnen ihr Onkel Donald Ski kauft, doch es liegt kein Schnee. Und sie versuchen ihn dann zu betrügen, indem sie Mehl auflegen, damit er glaubt, es ist Schnee. Im Endeffekt ist dann wirklich Schnee. Er will sie zwar schon verprügeln, weil sie Mehl aufgelegt haben, aber letztendlich kauft er ihnen Ski und sie gehen Skispringen. Und Donald gibt natürlich wieder an, dass er der tollste Skispringer der Welt ist und stellt sich natürlich genau umgekehrt raus. Die Kinder können super Skispringen und Donald blamiert sich von vorn bis hinten und kriegt es nie wirklich hin. Ja, und im Endeffekt gibt er das Skispringen auf und er verbrennt die Ski in seinem Garten. Das ist auch schon die Geschichte. Wie gesagt, wieder eine sehr einfache Geschichte, aber oft sind ja, wie gesagt, die Geschichten, die man praktisch in einem Satz erzählen kann, die allerbesten. So finde ich, ist das auch bei dieser Geschichte. Vor allem auch die Posen, wenn Donald durch die Luft rudert oder so. Es ist einfach ganz köstlich umgesetzt. Interessant ist auch, dass Parks bei seinen Geschichten darauf Acht gegeben hat, wann sie veröffentlicht werden, weil die Geschichten, die im Winter veröffentlicht wurden, also wie die im Januar und auch die kommende Geschichte, die spielen dann auch wirklich im Winter und es geht um Schnee und so weiter oder eben um Snow Fun, wie diese Geschichte im Original heißt. Ja, ebenfalls interessant ist, dass Parks hier praktisch ein Entenhausen zeichnet, was fast in Österreich oder irgendwo in den Alpen sein könnte, also ein kleines alpine Geschichte. Das ist auch immer interessant, dass er die Stadt einfach anpasst an die Anforderungen der Geschichte. Mal liegt es am Meer, mal ist es da hochalpin, dann ist es wieder so wie Chicago mit einem großen Fluss mittendurch, dann ist es wieder eher ein kleines Örtchen, hier halt ein Alpenörtchen oder vermutlich ein Rocky Mountain Örtchen oder sowas. It changed every time I had a story. It was a village, it was a big city, it was a city on the ocean and the city in the desert. It was wherever I needed it. I was reading a story just the other day of where they had a big lighthouse that was situated on Cape Quack. And that would have been strictly in New England, way back in Massachusetts or Maine. Yet that was where Duckburg was. Ja, wo kann man das Ganze nachlesen? In der Nummer 2 der gelben Edition der Bugs Library. Und ja, das war's schon wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Adden, liken, wer unterstützen will, unter dem Video findet man alles dazu. Gersenk.